Wie gesagt, bei manches muss man mal schauen, ne? Da ist, wie gesagt. Ich versuche es ein bisschen authentisch irgendwie hinzukriegen, aber es ist irgendwo auch nicht so geil, das leider im Spiel hinzukriegen. So, Straße natürlich. Weiter. Ist wenigstens ein Versuch. Ja, ein bisschen was bringt es offensichtlich. Na, das muss ich ja nach und nach hier immer mehr. So, mindestens bis hier würde ich mal sagen. Oder eigentlich muss es noch weiter, ne? Ich muss es ja einmal durchziehen. In der Hoffnung, dass die Industrie natürlich dann entsprechend, ja, schneller mehr Leute ranbekommen. Damit hier mehr Leute überhaupt hinziehen. Weil man ja schon ein Stück weit erkennen kann, ne, dass das funktioniert mit dem aufgemotzterem Straßennetz. Und siehe da, es funktioniert. Plötzlich kommen Leute ganz woanders hin. Na, es muss irgendwie. Ich bin immer noch ein bisschen unschlüssig, wie ich das genau bauen soll. Es ist nur ein bisschen wühlen, weil man muss ja auch mal oben ein bisschen ein Stück weit mit auf die Knete leider achten. Leider. Ist aber auch nicht zu wenig los. Wie gesagt, Arbeit kommt hier. Ich müsste aber doch so mal ja und auch ankommen. Also sieh mal an, ey, wie weit das zieht. Das meine ich da. Siehst du, das funktioniert im Endeffekt doch. Wenn Autobahnen im Spiel sind, dann geht das weit. Relativ. Nur hier geht es irgendwie leider nicht ganz primär so weit. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber das scheint wohl. Wie eine freie Autobahn zu sein? Ich weiß es nicht genau. Kompliziert. Aber immerhin. Besser als nicht. Ich hätte aber gedacht, dass es so gut funktioniert, ne? Das funktioniert zumindest mit den Tagelöhnern. Dann müssten die da unten irgendwann einfach nur mal weggeschoben werden. Oder ein Stück weiter nach außen gedrückt werden. Das wäre auch nicht das Problem. Und ein Stück weiter. Da könnte man es eigentlich hauptsächlich so lassen. Jetzt müsste ich nur für noch mehr Arbeit sorgen. Das Problem ist, ich weiß teilweise gar nicht, wie man mit. Ja. Wie soll man für noch mehr Arbeit sorgen? Ich kann natürlich jetzt überall noch irgendwelche Arbeitsstellen noch mit ranbauen. Ohne Ende. Theoretisch. Ich kann ja auch ein bisschen mehr nach hier noch natürlich ans Wasser rangehen, das ist auch ein Vorteil. Um noch mehr Arbeit zu bauen. Ja, ich weiß, es ist natürlich nicht gesund für die Umwelt. Also die Musik kündigt es ja schon an quasi. Die Musik sagt es ja schon. Es ist nicht gut für die Umwelt. Also Grüne wären damit nicht zufrieden. Aber, ne, wir kennen das ja. Ist ja klassisch.
Arbeit oder einen Planeten. Und naja, wir wissen ja, ich meine, es ist ja auch bewiesen, ne? Ich meine, ob wir einen Planeten brauchen, das weiß keiner, aber dass wir Arbeit brauchen, das weiß man. Ich meine, es ist ja bis heute nicht bewiesen, ob wir einen Planeten brauchen. Vielleicht können wir auch ohne leben. Ne? Weiß man doch. Ob man dafür, ich meine, für den Spruch, ey, alter Schwede, ey. Irgendwann, ich kann mir vorstellen, so irgendwann kommt jemand und versucht mich zu steinigen für den Spruch. Und wir wissen ja, dass das gar nicht mal so unrealistisch unter Umständen ist, ne? Ich meine, es gibt ja schließlich Orte in Deutschland, da wird die Scharia ja schon angewendet. Also es ist theoretisch nicht unmöglich. Dass man irgendwann theoretisch gesteinigt wird. Ich habe betont theoretisch. Das möchte ich noch ganz klar dazu sagen. Ich habe betont theoretisch. Damit nicht irgendeiner kommt und mir hier sonst was vorwerfen könnte. Bin ich der Einzige, der das da oben aus, der irgendwie das Gefühl, das sieht ein bisschen, ehrlich, das sieht ein bisschen aus wie so Ameisengetummel schon fast, wenn das so schnell läuft. Oder? Sieht echt so ein bisschen aus wie Ameisengetummel hier. Liegt aber auch daran, dass viele Fahrzeuge, wie gesagt, also die Verkehrsberechnung in dem Spiel ist ein bisschen eigen. Das muss man dazu sagen. Die Verkehrsberechnung hier ist wirklich eigen. Da geht es so mehr nach dem Prinzip ab, ja, man könnte theoretisch den Verkehr berechnen. Man macht es aber nicht. Es ist nur, man könnte. Man zieht es nur nicht genau durch. Na, wo haben wir denn die? Genau. Die kann man übrigens auch. Natürlich dann hier hinbauen. Fast. Hä, es ist doch schon ziemlich genau am Wasser. Wie nah muss ich da denn noch ran? Nein, das geht aber nicht. Da fehlt noch der Millimeter. Ist immer nur, weil so ein Millimeter noch fehlt. Und es den Herrschaften noch nicht reicht. Nein, da muss noch dieser 1 Millimeter dazu. Ja, jetzt geht's wenigstens. Kurz mal auf den Schadensradius achten. Ich darf ja, wie gesagt, echt nicht zu. So. Ich denke mal, das geht. Die kleine Fischerei kann man ja. Siehst du, die haben ja einen deutlich kleineren Radius. Die kann man jetzt noch daneben bauen. Ne, niemand hat gesagt, dass man, ja. Ne? Jeder weiß doch, scheiß auf Umwelt. Das darf man teilweise sagen, also, oh Gott. Manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste mich selbst dafür steinigen. Wenn ich das so von mir gehe. So. Man könnte natürlich noch an anderen Stellen theoretisch das machen, ganz praktisch, aber was sage ich mal praktisch, theoretisch und bla bla. Nicht immer zuhören bei dem, was ich genau sage, ich verschlabe auch, ich laber viel Scheiße. Ist bestimmt noch niemandem aufgefallen. Na, bisschen näher ran. Ich will nämlich überall so ein bisschen... So. Bisschen so eine typische Hafengegend simulieren. Man kann das alles nicht richtig eigentlich bei dem Spiel so 100% machen. Aus einem simplen Grund, das sage ich ja klar. Es gibt nicht so viel Auswahlmöglichkeiten.
Ist immer ein bisschen schade, aber das Spiel erlaubt dann leider nicht so viel. Naja, und das Spiel in Anführungszeiten hat auch nicht ganz so viele, wie man dann bemerken soll, nicht ganz so viele Gebäude zur Verfügung. Aber das Spiel ist ja nun auch noch nicht, ist ja zugeben auch nicht gerade so neu. So, damit haben wir die noch mal ein bisschen was. Ich muss im Moment überall ein bisschen Arbeit hinbauen. Also kann ich auch genauso gut anfangen, künstliche Arbeit um zu klatschen. Das Schöne ist, in der Gegend hier muss man nicht viel hinstellen. Also ich kann hier zum Beispiel sehr stark sparen, dass ich hier nicht so viel sozialen Scheiß hinbauen muss. Vorteil! Wie ist das denn? Muss ich nicht so viel sozialen Scheiß bauen? Das klingt echt hart, wenn man das so sagt. Ist aber leider auch viel Wahrheit dran. Ne, man geht ja schließlich hier hin, um zu arbeiten. So. Dann sind wir das hier aber echt ganz schön voll. Ehrlich. Ungefähr bis hierhin, dann dürfte sozusagen das anfangen. Ich habe extra darauf geachtet, dass das jetzt hier ungefähr die Grenze sein müsste. Hier kann man auch noch ein bisschen Arbeit reinbauen. Und dann war es das eigentlich so ziemlich mit. Bin ja jetzt echt mal gespannt, ob das auf Dauer funktioniert. Ja, man erreicht damit komplett die Stadt. Also Arbeit sollte langsam mal vorhanden sein. Ist es auch. Jetzt muss ich nur nach und nach den Rest hier hinstellen. Das habe ich mir eben schon gedacht. Fällt das Einkaufszentrum. Bam. Und schon hat man die Versorgung für die gesamte Stadt. Die ganze Karte ist hier eingegrünt. Das ist das Heftige, wenn du so einen Teil hinstellst. Du hast simpel einfach mal eben die gesamte Karte damit abgedeckt. Das ist echt krass. Das kannst du mit fast allen so machen. Irgendwann gibt es so ein überpowertes Ding, womit du quasi alles kannst. Hat den gleichen Effekt, dann ist jetzt alles so ein bisschen davon, weil das Ding hat das gleiche, siehst du, bam, die ganze Karte. Damit kann man sich zumindest ein paar Sachen komplett vom Hals halten. Und bam, ist sehr viel schon mal getan und jetzt kommen die alle wieder. Auf die Art kann man theoretisch gesehen, wenn das entsprechend mit dem Niveau klappt, dann zieht man das Niveau weit genug nach oben. Gerade mit den beiden Objekten geht das so krass. Sind allerdings natürlich relativ teuer. Das ist natürlich der Nebeneffekt davon. Ah, hier kann ich nicht noch weiter Geld rausholen. Schade. Verkehrstechnisch habe ich aber noch keine Katastrophe, ne? Bei dem, was ich da bis jetzt hingeknatscht habe. Cool, ich habe keine Staus. Ich sag doch, ich bin ein echt toller Planer. Keine Staus. Ja, man kann sehen, dass es so gerade so reicht. Aber Sicherheit passt, ne? Passt noch dicke. Gibt es übrigens sogar noch größer und damit sogar noch etwas mehr Radius, soweit ich weiß. Das ist echt extrem, in welchen Radioformen das gibt. Und das hier auch. Es gibt sogar noch größer und dann noch mehr Radius. Aber verhältnismäßig natürlich teuer.
Ich finde es interessant, dass es hier. Wie gesagt, Küstengegenden sind anziehend. Das ist eigentlich sehr amüsant, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, in dem roten Bereich, da werden nur die wohnen, weil das denen relativ scheißegal ist. Die Tagelöhner, die interessieren sich dafür nicht, wenn der Garten mal ein bisschen dreckig ist. Natürlich könnte man auch sowas mal hinstellen, ist natürlich kein Problem. Kostet ja auch verdammt wenig, ne? Genau, 50. Das ist nicht viel. Oder sowas. Und schon hast du den Grün, und schon hast du hier besonders viel Grün und da hast du es ausgeglichen auf die Erde ein bisschen. Also hier wird sozusagen die Grenze sein, wo die Leute sich freiwillig noch ansehen, danach haben sie keine Lust mehr. Weil dann wird es denen zu schmutzig. Ne, die wollen da ja nicht direkt rein. Ja, danke. Habe ich ja vergessen, die wollen ja nicht direkt an sowas wohnen. Nicht direkt an der Autobahn, das mögen die nicht. Hier geht das noch. Hier ist noch genug Platz, da könnte man auch noch ein paar größere Sachen hinbauen. So. Haben wir nicht zufällig von denen noch irgendwas? Obwohl, das macht eben mehr Sinn, wenn sie da unten. Wie wollte ich ja eigentlich die Trennzeit, oder wollte ich, wie gesagt, mehr so hier haben? Hier auf den beiden Inseln. Und hier dann so eher die Schlipsträger und die Reichen, die können sich da mittendrin tummeln. Mehr so weniger. Wir wollen echt noch freiwillig da an der Stelle wohnen. Ja, Bildung. Bildung ist so ein Thema. Wie gesagt, das Gebäude ist verhältnismäßig relativ groß. So, wer dahin geht, hat Glück. Das muss man echt sagen, da haben die wirklich Schwein. Ich meine, eine Schule direkt an. Geil, da geht's doch nicht. Ist eine Gesamtschule, passt schon. Ja, ich weiß, was man jetzt denkt, ne? Ich meine, an so einer großen, fast schon Autobahn eine Gesamtschule bauen, ja. Ist nichts Schlimmes, also. Die Fenster sind schallgedämmt. Deswegen passiert da nichts, keine Sorge. Schallgedämmt. Kann nichts passieren. Ganz schlicht nur greifen. Kann nichts passieren. Ist eine Gesamtschule. Naja, Gesamtschule. Mit Gymnasium, ja, da ist alles drin, alles. Alles ist da drin. So, jetzt müsste aber langsam mal die Bildung wieder in Ordnung sein. Und tada, die wollen überall hier wohnen. Plötzlich finden sogar die ist recht interessant. Sagen, baut bloß höher. Von der Fernseh sieht es immer voll beknackt aus. Wenn du ranzoomst, sieht das gar nicht mal mehr so schlecht aus. Kannst du natürlich auch ein bisschen auf langsam machen. Hat auch so einen Stil, ne? Wenn du dann mal so hingehst. Wie gesagt, kannst du. Man kann nicht wirklich Auto fahren, man kann so tun, als ob. Vieles beim Spiel ist, habe ich den Eindruck, bis heute nur halb fertig geworden. Aber ich glaube, das Spiel war ursprünglich tatsächlich nur halb fertig geworden.
Aber eins muss man lassen, ne? Das ist der Witz bei dem Spiel. Dieses Spiel ist, wo man merkt, soweit ich das weiß, nie richtig fertig geworden, ist viel zu früh rausgehauen worden. Viel zu früh. Und der Witz bei dem Spiel ist, dieses Spiel läuft fehlerfreier und bugfreier als sämtliche modernen Titel, die jetzt rauskommen, wenn sie in der Beta-Phase irgendwie rausgeknallt werden. Weil einfach das Geld schon mal nicht reicht. Das ist echt witzig. Das Spiel läuft relativ fehlerfrei und stabil. Kann man doch mal schön mal... Also man kann sagen, schon irgendwo hat es ein bisschen was, ne? Ich meine, kommt irgendwo fett rüber. Vor allem, wenn du da so... Ich meine, ganz ehrlich, man kann sagen, was man will. So ein bisschen Stil hat es ja schon, ne? Ich habe es zumindest versucht. Also das muss man lassen. Man kann sehr coole, wenn man es richtig macht, kann man sehr coole Panoramas und so einen Scheiß damit machen. Man, das Einzige, was ärgerlich ist leider, und das finde ich ein bisschen wirklich blöd, die haben da leider keinen Kameramodus zum Beispiel angebaut, so dass man ein bisschen nach unten, so ein bisschen nach oben zum Beispiel mit der Sicht gehen könnte. Was ja ziemlich geil wäre, wenn man es könnte. Ja, wir wissen, wie man so. Dann könnte man auch sehr geile Screenshots machen. Hatte ich noch das hier so? Deswegen, also ich meine, gewisse Sachen bei dem Spiel sind schon schön geworden, wenn man ehrlich ist. Und man darf natürlich, man muss bedenken, ne, das ist 2008. Jetzt mal als Beispiel von der, so ein bisschen von der Seite. Das Spiel sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Das ist das, was ich so ein bisschen schade finde. Man könnte aus dem Spiel noch einiges machen. Vor allem, weil das Konzept gar nicht mal so blöd ist. Man muss ein bisschen auf die Bedürfnisse achten. Du musst irgendwie ja für jede Arbeit, du musst ja für die jeweiligen 6 Schichten Arbeit, Vergnügung und dann musst du die ja noch irgendwie versorgen, aber gleichzeitig sozusagen schwingen die auch das Geld hier rein, ne? Deswegen. Hat schon seinen Stil, wenn man ehrlich ist. Hat seinen Stil. Ups. Entschuldigung fürs Rülpsen. Ah, Cola ist alle. Scheiße. Naja, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht geworden. Es ist immer am Anfang. Erstmal willkürlich hinbauen und dann baut man schön nach und nach. Ich werde noch gucken, dass ich das nach und nach alles ein bisschen in schön bauen mache. Aber erstmal muss überhaupt die Grundstruktur stehen. Man, von ganz weit sieht das teilweise so unfassbar hässlich aus. Hier sowas. Sieht hässlich aus. Aber man darf nicht vergessen, dass das, glaube ich, die nachgepatchten Gebäude sind. Das zum Beispiel sind, das ist ein Original. Das ist, glaube ich, noch eins von Addon. Es wurde ja von Deluxe aus 2008 und da gibt es ja auch noch ein paar Zusatzgebäude rein, da reinkommen sind und die, glaube ich, werden nicht ganz korrekt dargestellt für ihre Entfernung. Die originalen, die Deluxe-Version-Gebäude schon. Ist ganz eigenartig. Ich glaube, dass... Also mit der Werbung ist doch eigentlich normal. Ich glaube, wenn du nicht Partner ist, glaube ich, ist das so, keine Ahnung. Alle 2 Stunden oder sowas? Ich glaube, wenn man kein Partner und kein Prime, also gar nichts ist, bei Twitch, dann ist, glaube ich, irgendwie so alle 2 Stunden oder sowas, wird eine Werbung geschaltet. Auf die Adresse finanziert sich Twitch ja irgendwie, weil ich meine, irgendwo muss ja Twitch ja schließlich auch, ne, sein Geld herbekommen. Wenn alle Leute das gratis nutzen, ist ja klar. Ist normal, ne? Entweder blechst du und hast das dann werbefrei oder du nutzt es frei, aber dann hast du halt Werbung. So ist das bei fast allen Sachen, ne? Ja. Aber irgendwo sagt ja keine Kohle ja auch aus, ne? Dass es so langsam auch mal Zeit wird. Dass so langsam mal Ende kommt. Deswegen, Kohle sagt es ja schon aus. Ne? Ist langsam mal Ende. Mal gucken, wann ich das weiterspiele. Ja, ich spiele das weiter. Mein Ziel ist 5% Reiche.
Weil dann hat man sozusagen das Spielziel eigentlich auch abgeschlossen. Dann gibt es quasi kein wirkliches Ziel mehr im Spiel. Und dann ist das Let's Play auch durch. Das ist ein normales Let's Play, was ich jetzt gerade mache schließlich. Schade, dass nur du, Protz, da kommentiert hast und leider kein anderer. Man darf schließlich kommentieren. Falls man Wünsche hat. Falls man noch Städte, Wünsche für die Stadt hat, wie man das eher Lust hätte. Aber naja. Ja, morgen muss ich aber nur sehr kurz arbeiten. Aber nun gut. Also ich hoffe natürlich, dass es euch jetzt soweit gefallen hat und sieht eigentlich doch echt schön aus, oder? Von hier aus hat irgendwie Stil. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zu einer entsprechenden nächsten Aufnahme, oder wie soll man das sagen? Wenn man das so sagen kann. Bis zur nächsten Aufnahme halt. Entweder nächstes YouTube-Video oder bis zum nächsten Stream. Also haut rein und bis dann, Leute.